Aber ja, der Kampf war schon ein wenig verstörend, dass ein einzelner Scavenger so viel anrichten kann. Vielleicht sollten wir doch das Angebot von dem Arena-Kämpfer da in Anspruch nehmen, dass er uns ausbildet im Einhandkampf. Wir brauchen aber erstmal wieder 50 Erz. Na gut, probieren wir ihn ja mal. Vielleicht läuft diesmal ja besser. Ja, auch nicht so toll. Aber ja, was will man erwarten mit einem rostigen Schwert, Stufe 1, keiner Rüstung und keinerlei Kampferfahrung? Hat die Flügel Lass mich was vorbei! Ja, oh, zwei Flügel. Oh, da fällt mir ein, bei dem Arena-Kämpfer, oder war das sogar der Besitzer von dem Ganzen? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, auf jeden Fall, bei ihm in der Nähe war ja der Koch. Und der Koch hatte mal jemanden losgeschickt, der nicht wiedergekommen ist zum Pilze suchen. Vielleicht war das Neck. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur zum Südtor gehen und da gucken, ob irgendwo eine Leiche rumliegt. Weil da hat der Koch uns ja auch hingeschickt. Geht durchs Südtor, hat er gesagt, und da findet ihr dann eine Ebene mit lauter Pilzen. Ja, schauen wir doch mal vorbei. Auch wenn da die vier Scavenger im Weg waren. Aber die müssen wir halt versuchen, einzeln rauszulotsen irgendwie. So, erstmal Kleinigkeit essen. Und wenn alle vier auf einmal kommen, dann müssen wir halt so schnell rennen wie letztes Mal. Das hat ja einigermaßen geklappt. Auch wenn wir wie ein aufgescheuchtes Huhn zickzack gelaufen sind. Aber ja, hat uns ja keiner gesehen. Sonst würden die im alten Lager uns bestimmt alle auslachen. Aber wenigstens bin ich so schnell weggelaufen wie der andere Typ, der uns immer verfolgt hat. Der war ja wohl absolut sinnlos. Die ganze Zeit nur am Quatschen und auch noch sehr komisches Zeug am Quatschen. Und dann, wenn es mal wichtig war, dass er da ist, ist er einfach abgehauen. So, da sind jetzt vier Stück auf einmal. Gucken wir mal. Also du da. Stören wir dich mal beim Essen? So weit, so gut. Oh, schön. Denen scheint das ziemlich egal zu sein, dass deren Artgenosse gerade getötet wurde. Dann können wir die jetzt Schritt für Schritt auseinanderziehen und umbringen. Als nächstes nehmen wir mal ihn hier. Gork! Ja, Gogok, ruhig weiter, deine Freunde helfen dir nicht. Das sind alles Arschlöcher. Au. Na komm. Ja, jedes Mal, wenn wir die umbringen, haben wir genug Fleisch für zwei Haxen. Und wir brauchen im Schnitt zwei Haxen, um wieder auf volle Lebenspunkte zu kommen. Ach ja. Wenigstens kein Minusgeschäft. So, komm her. Eins. Zwei Achsen. So. Und den letzten, den Stürmwerber. Wow, Geronimo und daneben. Geht's da irgendwo hoch? Nee, nicht ablenken lassen. Wir wollen erstmal Neck finden. Dann müssen wir Geld zusammenkratzen für die Ausbildung im Einhandkampf. Und wenn wir Glück haben und noch eine Stufe aufsteigen, ein wenig Stärke dazu bekommen, um ein besseres Schwert zu tragen. Und da sind die Schweinchen. Das heißt, hier vorne haben wir letztens die Pilze eingesammelt. Gut, gucken wir, ob wir die Schweinchen da auch rausbekommen. Ah, die stehen aber ganz schön dicht beieinander.
hilft nichts. Besonders schnell werden die ja nicht sein mit ihren Stummelbeinchen. Oh oh. Sieht ein wenig bedrohlich aus. Ja, schön. Aber das ist komisch bei denen. Manchmal helfen die anderen und manchmal nicht. Na, jetzt mischen wir weiter hier rum. Und dich rauslocken. Komm, oink, oink, quiek, quiek. Wir sollten nicht mal im Lager fragen, was das für Dinger wirklich sind. Weil das sind weder Schweine noch Ratten. Und bestimmt auch keine Schweineratten. Immer viel zu knapp. Und uns fehlen noch 650 Erfahrungspunkte. So, den letzten wir mal stürmen. Geronimo und diesmal sogar getroffen. Hey. Die ganzen Pilze nehmen wir auch mit. Ah, na also. Oh, hat sogar eine Waffe dabei gehabt. Naja klar, als Gardist oder beziehungsweise Schatten sollte man schon bewaffnet sein. Vor allem, wenn man durchgehend Schutzgeld erpresst. Hm? So, was hast du dabei? Oh, Erz ist immer gut. Und ein Horn, ein Amulett. Der Name Nex auf der Rückseite eingraviert. Und es scheint magisch zu sein. Ha, ob wir das abgeben wollen? Das ziehen wir doch erstmal an. Haben wir wenigstens etwas an Rüstungsschutz? Wer hat uns genau beauftragt, Nick zu finden? Das war Sly, oder? Der Schatten Sly hat versprochen, ein gutes Wort bei Diego für mich einzulegen, wenn ich Nick finde. Ja, wir wollen dem alten Lager ja gar nicht beitreten. Das Amulett behalten wir auf jeden Fall erstmal. So, wie schaut's mit dem Erz aus? Wir haben eine Axt zum Verkaufen, die Flügel und das war's dann auch schon. Ja, nee, so können wir uns nicht ins Lager zurücktrauen. Wir müssen noch irgendwas von Wert finden, das wir verkaufen können. Um dann ausgebildet zu werden. Oh, oh, was bist du denn da? Du siehst mir gefährlich aus. Halten wir uns an das, was wir kennen. Und wenn wir Glück haben, ist in dem Haus da oben noch irgendwas drin. Obwohl, wenn es so nah am Lager ist, ist es bestimmt schon geplündert worden. So. Aber diese Echse oder was auch immer das ist, macht mich unruhig. Oh, Fackel. Ein paar Kräuter. Ah, ein Bier. Wenn auch wahrscheinlich ein warmes und tierisch altes. Aber das soll uns ja erstmal egal sein. Und noch mehr Bier. Und ein Dietrich. Schön, schön. Hat wohl irgendjemand als Versteck benutzt. Und das war sein Fehler. Sonst ist hier aber nichts, ne? Nö. Oh, schön, dann laufen wir einfach nochmal um das Lager rum und gehen zurück zu den Jägern. Und drücken dem das warme Bier in die Hand.
Wo sind wir eigentlich jetzt hier genau? Wir sind jetzt westlich vom Lager, oder? Dann müsste es hier Richtung neues Lager gehen. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Oh, so viel dazu. Ja, natürlich gucken wir gerade nach Osten, Richtung Sumpflager. Aber da werden wir alleine erstmal nicht hingehen. Sobald wir das alte Lager gründlich abgefarmt haben, also mit jedem da gesprochen haben und die wichtigste Information bekommen haben, dann sprechen wir mal einen von den beiden Führern an und lassen uns zum neuen Lager und zum Sumpflager bringen. Denn wir wollen uns ja nicht übernehmen. Es bringt nicht wirklich viel, wenn wir da antanzen, immer noch keine Rüstung haben und uns dann total lächerlich machen. Weil bei denen sollten wir schon einen guten Eindruck erwecken. Weil einen von den beiden werden wir uns ja wohl auch anschließen müssen. Denn ganz ohne Lager werden wir nicht zurechtkommen. Boah, sind da viele Echsen hinten. Oh, die kommen auch gefährlich nahe. Dann lassen wir einen Scavenger da, wo er ist. Stehen ja genug hier von rum. Na, verfolgst du uns? Nö, gut. Speichern wir trotzdem ab, nur so für den Fall. LP 0005.